Kunst. An was denkst du bei diesem Begriff? Pinsel und Farbe? Stift und Papier? Nein, Kunst ist viel mehr als das. Kunst ist überall, in jeder Ecke dieses Planeten, und der größte Künstler ist für mich Mutter Natur. Ob das majestätische Universum und dessen Lichter, die faszinierende Anatomie des menschlichen Körpers, die Farben eines Sonnenuntergangs, die Vielfalt unseres Tierreichs, die verspielten Sphären der Unterwasserwelten, aber auch Menschengeschaffenes wie Architektur oder uralte Wandmalerei verschiedener Kulturen. Kunst schlummert in jedem von uns. Doch zum Leben erweckt wurde sie in der Natur schon lang vor unserer Zeit. Hey und willkommen zu meinem Look der ersten Challenge der NYX Face Awards Germany 2019. Nachdem ich mein Gesicht geprimed, concealed und gesettet habe, zeichne ich auch schon die ersten groben Linien vor. Mit dem Jumbo Eye Pencil in Milk und dem Slide-On, Glide-On, Stay-On und Definitely Eternal Waterproof Extreme Shine Eyeliner. Mit verschiedenen Farben der Vivid Brights Cremefarben fülle ich nun die Dreiecke der Graffiti Area aus. Mit den beiden Off-Tropic Paletten und einer kleinen Ultimate Edit Palette schattiere ich diese. Mit dem White Blank Eyeliner setze ich ein paar Highlights und mit der Ultimate Edit Palette schattiere ich nochmal etwas genauer. Den That's the Point Hella Fine Eyeliner ziehe ich mir nun einen grafischen Eyeliner, der mein Auge etwas comicartig aussehen lässt. Außerdem setze ich mir ein paar Punkte, was ein typisches Pop-Art-Element ist. Mit den That's the Point Eyelinern arbeite ich meine Augenbraue im Comic-Look nach. Mit den Vivid Brights Cremefarben fülle ich außerdem mein anatomisches Herz aus. Und schattiere um das Herz mit rum mit Lidschatten, um das Herz ein wenig hervorzuheben. Die Outlines ziehe ich wieder mit dem Hella Fine Eyeliner und schattiere die einzelnen Flächen des Herzens mit den Lidschatten der Ultimate Brights Palette. Und dann wieder Highlights setzen mit dem White Blank Eyeliner. Ich finde, dadurch wirken Bodypaintings erst wieder richtig realistisch. Für das Intro habe ich mir ein paar Papierschnipsel vorbereitet mit kleinen Zeichnungen drauf, welche ich mir mit Hautkleber ins Gesicht klebe. Mit dem Jumbo Eye Pencil in Milk und dem Kajalstift mit dem viel zu langen Namen habe ich mir auch noch den Rest meines Looks vorgezeichnet und skizziert. Nun ist es eigentlich immer das Gleiche. Die vorgezeichneten Flächen werden mit Cremefarben ausgefüllt, mit Kajalstiften und verschiedenen bunten Eyelinern werden eventuelle Details gesetzt, mit Lidschatten wird hervorgehoben und schattiert, mit schwarzen Eyeliner werden die Outlines gesetzt und mit weißen Eyeliner werden Lichtreflexe erzeugt. Wegen ihrer coolen leuchtenden Farben benutze ich zum Ausfüllen auch gerne die Liquid Suede Lipsticks. Um die Tiefe des Ozeans im Hintergrund zu verwirklichen, fange ich mit einem dunkelblauen Liquid Suede Lipstick an, blende in eine mittelblaue Cremefarbe hoch und dann in eine hellblaue Cremefarbe. Die Sonne grundiere ich mit gelber Cremefarbe. Die Wasseroberfläche verblende ich von weiß zu mittelblau, um die Sonnenreflexion zu zeigen. Mit dem blauen V-White Kajal arbeite ich die Sonnenspiegelung noch mehr aus. Und immer schön verblenden. Mit dem Glitter Golds Eyeliner verpasse ich der Sonne noch etwas Gold. Die Blätter auf der tropischen Seite meines Looks fülle ich mit grüner Cremefarbe aus und schattiere sie wie gewohnt. Mit dunkel- und hellgrünen Eyeliner zeichne ich noch ein paar Blattranken dazwischen und unseren Froschi fülle ich aus mit dem Liquid Suede Lipstick, den wir schon bei den Fischen verwendet haben, und Pigmenten. Hier natürlich auch Outlines und Highlights nicht vergessen. Den gleichen Vorgang wiederhole ich natürlich beim Papagei. Mit der Ultimate Edit Palette schaffe ich mir einen schönen Sunset-Himmel, den ich nach oben hin immer etwas dunkler mache, damit ich ihn dann mit der Skyline verbinden kann, welche ich mit einem That's the Point Eyeliner ausmale. Da auf meinem Körper Tag, aber auf meinem Gesicht bereits nachts ist, male ich noch ein paar Lichter in die Häuser. Den Hintergrund der ägyptischen Seite fülle ich mit goldener Cremefarbe und die Figuren mit blauer Cremefarbe und gelben, orangen, weißen und schwarzen und natürlich auch goldenem Eyeliner. Die Planeten auf meiner Stirn fülle ich wieder mit verschiedenen Farben der Liquid Suede Lipsticks aus. Stern und Sternschnuppe definiere ich mit dem gelben und orangenen Vivid Brights Eyeliner und mit dem White Blank Eyeliner. Dann setze ich mir noch ein paar klitzekleine Sterne auf die Stirn und den Hintergrund habe ich übrigens genauso gemacht wie das Korallenriff. Und das Augen-Make-up soll eine runde Cut-Crease werden, die den Mond darstellt. So, ich hoffe, mein Look für die Face Awards Germany 2019 zum Thema Living Art gefällt euch. Ich freue mich über jede Unterstützung, also Like, Kommentar, Glocke aktivieren und abonnieren. Und am 30. und 31.07. auf jeden Fall für mich voten. Link findet ihr dann in der Infobox. Bis dahin, tschüss!